und ein herzliches Willkommen zu meinem ersten High-End-Gaming-Projekt. Es hat lange auf sich warten lassen, aber jetzt ist es endlich soweit. Wie ihr auch ein bisschen hören könnt, bin ich auch ein bisschen aufgeregt. Aber ich denke mal, das geht auf jeden Fall in Ordnung. Einmal zum Let's Play-Projekt generell. Das ist Pokémon Gold. Wir werden es in High-End-Gaming-Form spielen. Das heißt Real Blind, also sprich mit verbundenen Augen. Die Facecam werde ich auch gleich aktivieren. High-End-Gaming habe ich euch unten einmal in die Kommentar- bzw. in die Videobeschreibung gepackt, was das bedeutet. Ich werde es aber auch noch einmal erklären und auch wie ich darauf gekommen bin. Ich sag mal so, ich habe viel auf YouTube nachgeguckt, was es für Let's Plays gibt, was es nicht für Let's Plays gibt. Und in vielen Let's Plays fehlt mir einfach ein bisschen dieses Game-Feeling. Wenn du zum Beispiel für ein Level, weiß ich nicht, 2 oder 3 Tage brauchst, als Beispiel. Ja, natürlich, normale Let's Plays sind natürlich auch sowieso schön, aber es fehlt halt dieses gewisse Game-Feeling, dieses gewisse Gameplay einfach so. Und das möchte ich jetzt einmal in diesem Part bzw. in diesem Stream machen. Wir werden Pokémon Real Blind, also ich werde gleich mit verbundenen Augen Pokémon durchspielen. Natürlich nicht auf 100%, also ich bin eigentlich ein 100% Let's Play-Spieler. Wir werden einmal die Pokémon-Liga durchspielen und dann noch versuchen, alle 16 Orden zu bekommen. Normalerweise sind die Asiaten da ja eigentlich immer ein bisschen schneller als wir Deutschen. Aber gut, ich werde gleich die Facecam aktivieren. Ich werde natürlich noch unseren Namen eingeben und sobald das Spiel losgeht, wird es blind sein. So, das haben wir. Uhrzeit und sowas stelle ich alles noch so einmal kurz ein. Kannst du mir sagen, wie spät es ist? Natürlich. Wie spät haben wir das? 18.41 Uhr. Vormittags. 1, 2, 3, 4. Ja gut. Machen wir das einmal. Jawohl. Wie viele Minuten? 41. Machen wir 42. So. Und bitte entschuldige, ich werde natürlich auch die Kommentare nicht vorlesen können. Ich werde am Ende einmal komplett die ganzen Kommentare, wenn ich mit dem Stream fertig bin, einmal komplett vorlesen. Wir werden ungefähr 1,5 Stunden streamen oder etwas über 1 Stunde. Ich habe mir auch schon den Wecker gestellt. Ja. Kein Wunder, dass es so dunkel ist. Hi, entschuldige die Verspätung. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Menschen und Pokémon leben zusammen und helfen einander. Oh, wenn das auch mal so in unserer Welt wäre. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere. Andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Leider wissen wir noch nicht alles über Pokémon. Es gibt noch viele Geheimnisse zu lüften und zu entdecken. Darum studiere ich Pokémon Tag aus, Tag ein. Wie lautet dein Name? Dann geben wir uns einmal ein. Wir nennen uns natürlich Torti, also von Tortes Gamer. So, Kleinschreiberaugen. Wo haben wir das O hier? Was ist das T hier unten? Jawohl, Torti. Torti, bist du bereit? Dein eigenes Pokémon-Abenteuer erwartet dich. Dich erwarten tolle Dinge, aber auch harte Zeiten. Eine Welt voller Träume und aufregender Pokémon-Abenteuer erwarten dich. Mach dich bereit. Ich treffe dich später. So, und ab jetzt wird es blind. Einen Moment. Übergang. Zack. Ups. So, jetzt müsste man eigentlich die Facecam sehen. Schauen wir nochmal nach. Ja, man sieht die Facecam. Und ab jetzt wird es real blind. Generell für High-End-Gaming-Projekte ist es so, dass es sehr viele Parts fressen wird. Man kann es mit einer Challenge verbinden. Für mich sind High-End-Gaming-Projekte etwas höher angesehen als Challenges. Ja. Man kann es auch im Partnerlook machen. Ich habe auch noch ein zweites High-End-Gaming-Projekt am Laufen. Die Parts sind auch schon oben. Aber veröffentlicht habe ich es noch nicht.
Dann würde ich sagen, legen wir los. Das hört sich nach unserer Mutter an. Ich werde einfach erstmal immer auf den A-Knopf drücken, weil sonst... Ich meine, wir haben irgendwas erhalten. Ich glaube, wir haben das, ein Pokémac erhalten. Oder das Pokécom, genau. High-End-Gaming-Projekte können auch offscreen stattfinden, aber bei offscreen, finde ich, kann einem vorgeworfen werden, dass es nicht real-blind ist. Und deswegen mache ich es meistens im Stream. Was wichtig ist bei den High-End-Gaming-Projekten, dass man mit Herz dabei ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Was in den High-End-Gaming-Projekten auch noch wichtig ist, dass man über sich selbst hinaus wachsen soll. Ne? Es gibt auch gute Erfahrungen. Ne? Zum Beispiel, sage ich jetzt mal so, es ist halt wichtig, neue Erfahrungen zu sammeln. Vielleicht lernt man auch neue Leute kennen und. Ne? Ja, Mama, ist alles gut. Was labert die denn mal so lange? Ah, okay, gut. Unser Ziel ist es, heute nach Rosalia City und danach nach Acealea City zu gelangen. Was, Acealea City? Ich glaube schon. Aber oh, werden wir sehen. So, links müsste jetzt irgendwo das Labor sein. Ich hoffe, ich finde es auch. Nice, das hört sich doch schon mal gut an. Das scheint der Professor zu sein. Bei Pokémon Gold oder generell in der zweiten Gen ist es natürlich so, dass Professor Lind, Professor Eich spielt zwar auch eine Rolle, aber wir werden von Professor Lind unser Starter-Pokémon bekommen. Ich muss mir gleich ein Pokémon aussuchen. Ich weiß auch schon genau, welches ich nehme. Die meisten können sich das eigentlich schon denken, aber... Ich drücke erstmal ein bisschen auf den A-Knopf. Weil wir müssen jetzt für den Professor ein Rätsel oder ein Pokémon-Ei abholen. Vorher aber kriegen wir ein Pokémon. Und jetzt muss ich rechts irgendwo... Moment, ich muss mich erstmal ein bisschen orientieren. Was? So. Wir sind hier. Okay. 1, 2, nach oben. Ich hoffe, ich gebe Kanimani jetzt keinen Spitznamen. Aber gut. Ich hoffe, ich habe mir jetzt keinen Spitznamen gegeben. Nicht, dass ich jetzt irgendwo auf den A-Knopf oder so gedrückt habe, aber gut. Somit haben wir unser erstes Starter-Pokémon erhalten. Und dann machen wir uns mal auf den Weg. Achso, noch nicht. Noch haben wir Text zu überscripten. Wie gesagt, nimmt mir das bitte nicht übel. Ich lese die Kommentare erst am Ende des Streams vor. Okay, wir haben irgendwas erhalten. Ich weiß zwar nicht was, aber... Ah, okay. Wir haben noch irgendwas erhalten. Ich weiß, den Pokédex kriegen wir erst von anderen Professor. So, jetzt einmal raus hier. Muss mal gucken, wo ich bin. Nice. So, hier links müsste man jetzt eigentlich den Dieb sehen, der gleich ein Pokémon stehlen wird. Jetzt müssten wir auf der Route sein, wo es nach Rosalia City geht.
Pokebälle haben wir, soweit ich weiß, noch nicht. Das hört sich nach einem Hut an. Ich habe dieses Game bestimmt 1, 2, 300 Mal als Kind durchgespielt. Deswegen traue ich mir das auch zu. Aber es wird auch einiges an Fails regnen, das kann ich euch garantieren. Hier komme ich auch nicht weiter. Es geht schon los. Nice. Wo könnte ich festhängen? Ich weiß es nicht. Nice. Und hier nach oben und links geht es nicht. Okay, hier kann ich nicht weiter. Hier kann ich nicht weiter. Okay, dann weiß ich ungefähr, wo ich bin. Ich hoffe, ich krieg's jetzt auch hin. Okay. Das müsste wieder ein Hut sein. Kanimani, Mr. Kratzer und Silberblick und auch Heuler haben im Moveset. Okay, ich bin jetzt auf jeden Fall im Gras, das weiß ich. Ich hoffe, ich bin oben im Gras, nicht unten. Eine Radfratz, als wenn ich das jemals vergessen könnte, dieses Geräusch. Okay, ich weiß ungefähr, wo ich bin. Hoffe ich. Ach komm, jetzt geht's schon los. Nice. Ach ja. Warte, gehen wir nochmal ganz nach rechts. Wenn wir das hinkriegen. Genau, jetzt sind wir unten im Gras. Das ist wieder ein Hut. Eigentlich könnten wir ein bisschen EP sammeln, oder? Na komm. Weil das Leveln werde ich nicht offscreen machen. Ich möchte das im Stream machen. Auch wenn es ab und zu mal ein bisschen nervig sein wird, aber dann ist das so. Vor allen Dingen, es wird auch eine Herausforderung sein,
Ich weiß auch noch nicht, um unser Pokémon-Set, sage ich jetzt mal, oder Pokémon-Team zusammenzusammeln. Ich habe schon eine ungefähre Ahnung, aber ob wir das dann auch hinbekommen, ist eine andere Sache. Jetzt müsste ich gleich wieder in Neuborgia sein. Wieder ein Hut. Was mich als Kind immer genervt hat, Hut konnte doch, oder hat bestimmt 10 oder 15 Level immer dieses Gesicht hier gehabt und keine neue Attacke gelernt. Jetzt geht's immer noch weiter. Alter, okay. Ein Hut. Ich glaube, Hutut müsste auf Level 2, 3 und 4 hier auf dieser Route erscheinen. Ich glaube, hier gibt es auch sogar Raupi. Aber ich weiß es nicht. Genau, jetzt sind wir in Neuborgia. Wenn wir jetzt ganz nach links gehen. Ist hier eine Treppe. Da können wir nicht rüberspringen. Das heißt, wir gehen direkt nach unten. Jetzt müssten wir direkt auch im Gras sein. Wenn ich jetzt einmal nach links gehe, müsste ich jetzt vorm Baum sein. Ich gehe kurz nach oben, jetzt nach links. Das hört sich alles immer so einfach an, aber... Ein Hut. Wie gesagt, es kann schnell vorangehen, kann aber auch langsam vorangehen. Ich würde eher mal das aufs zweite tendieren, aber... Hier muss es irgendwo nach oben gehen. Ah, ist das der Zerschneiderbaum? Oder? Ne, der Zerschneiderbaum war links irgendwo. Ich weiß gerade nicht, mit wem ich spreche oder ob ich ein Schild angesprochen habe. Ich weiß es nicht. Wenn ich Glück habe. Nein! Ich glaube, das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Ach komm, ernsthaft. Ich war, glaube ich, schon oben. Nein! Ach komm. Gehen wir mal ganz nach unten. Das hört sich gut an. Wir sind, glaube ich, ein bisschen nach oben gekommen. Ich weiß nicht, wo wir rübergesprungen sind. Nach unten geht's nicht. Nach links geht es nicht. Es geht nur nach rechts. Ja, okay, das heißt, wir sind wieder runtergesprungen. Ja, gleich sind wir schon wieder im Gras, ne? Ach komm. Schauen wir mal, ob wir im Gras sind. Wir können das ja nachprüfen. Wenn nicht, müsste ja hier eigentlich ein Pokémon erscheinen. Scheint nicht der Fall zu sein. Komm schon. Nice.
Okay, hier geht's nicht weiter. Hier irgendwo müsste auch... Warte, wenn ich jetzt nach oben gehe. Hier irgendwo war auch ein Zerschneiderbaum. Wir gehen nochmal ganz von Anfang an. Ich glaube, das ist besser. Oder? Entweder reden wir mit einer Person. Moment. Nee, wir haben, glaube ich, mit dem Schild gesprochen, weil das relativ kurz war. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt da oben sein. Ich bin schon wieder irgendwo runtergesprungen, was ich nicht wollte. Ich hoffe, dass ich jetzt oben bin. Ich weiß es aber nicht. Wieder ein Hut. Entweder bin ich oben oder unten. Und ich hoffe, ich bin oben. So, komm, besingen wir das Hut mal wieder. Damit unser Kanimani ein bisschen EP bekommt. Denkt dran, ich kann leider die Kommentare erst am Ende des Parts, beziehungsweise am Ende des Streams vorlesen. Ja. Ich hoffe, das wird mir verziehen. Ich glaube, das sieht gut aus, ich weiß es aber nicht. Aber was nice wäre, wenn wir unterwegs, wir treffen bestimmt, keine Ahnung, Pi mal Daumen, vielleicht lass es 500 oder 800 Pokémon sein, ja. Vielleicht treffen wir unterwegs einen Shiny. Aber das Problem, ich sehe es dann noch nicht mal. Aber eigentlich sollte man es hören. Okay, da komme ich nicht lang. Hier komme ich auch nicht lang. Gehen wir einen nach unten. Ich habe ein gutes Gefühl eigentlich. Ich hoffe es. Na komm, Hut, das holen wir uns dieses Thema von diesem Hut. Was zu dieser Gen auch noch dazugekommen ist, was ich nice finde, unten ab jetzt gibt es einen Balken, der sich immer mitbewegt, wenn man ein Pokémon besiegt hat. Und wenn der voll ist, hat man ein Level-Up erreicht. Vorher sonst musste man im Poké-Menü oder halt im Team nachschauen. Ich glaube, unser Kanimani hat nicht mal so viel Leben. Ich glaube, die Beere wurde aufgebraucht. Ich bin aber nicht sicher. Das ist unser Level-Up, nice.
Ich glaube, wir sind immer noch oben. Ich weiß es aber nicht. Ja, ja, so schwer kann das sein. Ja, nice. Ich weiß jetzt, wo wir sind. Wir sind jetzt oben. Ja, hier, wenn ich jetzt weitergehe, würden wir rein theoretisch zum 8. Orden kommen. Ja, aber den Berg können wir leider noch nicht hinaufklimmen, da uns da ein paar TMs fehlen. Oder VMs. Ach Gott. Los, gehen wir hier wieder raus. Ich will hier auch nicht wieder runterfallen. Einfach die ganze Zeit oben bleiben. Hier komme ich nicht lang. Hier auch nicht. Okay, dann machen wir das mal so. Nein, nach unten. Ja, yeah, nice. Ja, das hier ist gerade ein bisschen schwer, aber ich denke mal, ich kriege es hin. Muss ich. Nein. Bitte lass es oben gewesen sein. Bitte lass es oben gewesen sein. Bitte. Nice! Und damit haben wir die erste Stadt erreicht. Oh Gott. Jetzt müssten wir eigentlich mit so einem Fuzzi reden, mit dem wir die... Wie nennt man das? Ein Modul feuern, die Pokekarte für das Radiomodul dazu bekommen. Also das Radiomodul? Das brauchen wir nachher auch für das Relaxo, glaube ich. Ja. Hat er uns zur Änderung geführt, oder? Na komm, gib uns die Karte. Mach ich irgendwas falsch? Ah, ja, ja. Okay. Wir halten uns einfach rechts auf. Sollte uns eigentlich nichts passieren können.
schon wieder ein Hut. Jetzt muss ich mich ein bisschen orientieren, wo ich bin. Hier irgendwo muss das Haus vom Professor sein. Wir müssten doch jetzt eigentlich oben rechts sein, oder? Normalerweise. Das müsste der Zerschneiderbaum. Moment. Ja, das ist der Zerschneiderbaum. Hier muss irgendwo das Haus. War hier oben das Haus oder war das unten? Ich weiß es nicht mehr. Ich dachte, das wäre oben gewesen. Hier ist wieder der Zerschneider. Glaube ich. Ja, doch. Ich versuche mal was. Okay, jetzt sind wir wieder anscheinend im Gras. Ja, nice. Damit erhalten wir das Ei. Ich erwähne nochmal, ich kann leider erst die Comments am Ende des Parts oder am Ende des Streams vorlesen. Weil sonst müsste ich meine Augenbinde abnehmen und... Hier müsste auch irgendwo der Professor Eich sein und uns den Pokédex geben. Thank you.
Oh, epische Melodie. Okay, jetzt muss ich wieder zurück, ne? Das Rätselei habe ich bekommen. Ah ne, wir sind noch im Haus, oder? Ja, wir sind, glaube ich, noch im Haus, oder? Ja. Vermute ich. Jetzt sind wir raus, ja. Oh, wie ich diese Handyfunktion hasse, ne? Damals war es ein schönes Detail, ja, aber es hat einfach nur noch Nerven. War das nicht so eine Pokémon-Serie, dass Ash sich die Weiterentwicklung von Hupu gefangen hat und das war sogar ein Shiny, oder? Ja, ne? Ich glaube, wir können uns auch erst Pokébälle ab der nächsten Stadt holen. Schauen, was wir hier haben. Radfratz. Jetzt gerade läuft, glaube ich, die E3 auch zur Zeit, ne? Ja, müsste. So, jetzt sind wir wieder in Rosalia City. Oh, wer kommt denn da? Ist das etwa unser Rivale? Nein, obwohl, nee, mein Kanimani wurde geheilt, ne? Oder? Hat sich zumindest so angehört. Dem dürfen wir auch gleich einen Namen geben. Der richtige Name, glaube ich, von ihm ist Silva. Ich bin mir aber nicht sicher. Natürlich hat er Endivie. Level 5, ne? Level 5 oder Level 6? Es ist meistens so, die Entwickler haben es meistens ein bisschen vereinfacht, dass man einen Volltreffer meistens bekommt im ersten Kampf. Also gegen den Rivalen. Aber dabei ist Endivie eigentlich ganz, ganz süß. Ja, eigentlich alle, aber Endivie hat nochmal so ein schönes... Ja, wie sage ich dazu? Einen Bonus.
Und dieser Silver stiehlt dieses Pokémon einfach. Ist noch fast schlimmer als Team Rocket. Eigentlich beide schlimm. Team Rocket wird uns auch noch früh genug begegnen. Nice. Damit erreichen wir Level 7. Ja. 8. Oder? Nee, eventuell haben wir eine Attacke erlernt, das weiß ich aber nicht. Aua, danke schön. Der Rückweg wäre, glaube ich, einfacher. Ich habe nichts gesagt. Ah, wartet mal. Wartet. Das ist der Zerschneiderbaum wieder, ne? Okay, jetzt weiß ich, wo wir sind. Wieder ein Huthut. Ich weiß nicht, wie viel Leben ich habe, aber riskieren wir es mal. Weil normalerweise müsste er ein Warnsignal vorgeben. Dieses Düdü. Nice. Wieder ein Huthut. Vielleicht sollte ich eine Huthut-Farm oder so eröffnen. Radfratz. Ich glaube, wir sind bis jetzt nur zwei Pokémon begegnet, ne? Radfratz und Huthut. Und natürlich Endivier, ne? Sieht gut aus. Jetzt sind wir wieder in Neuburg, ja? Irgendwo hier ist das Labor vom Professor. Ah, warte, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Stand hier nicht dieser
Silver, sage ich jetzt einfach mal. Das hört sich gut an. War's das schon? Sollte ich Professor nicht das der Professor Lind nicht dieses Ei geben? Warte, gehen wir noch mal raus. So, jetzt gehen wir noch mal rein. Ich hoffe, das ist der Professor. Ich weiß es aber nicht. Hört sich aber schon mal ganz gut an. Das Gespräch dauert lange. Etwas zu lange. Jetzt bin ich ganz oben links im Labor. Ist das vielleicht der Professor? Ich glaube es nicht, aber... Wen habe ich denn jetzt angesprochen? Ich weiß es nicht. Oh, das hat sich gut angehört. Ich weiß zwar nicht, was das war, aber... Mal kurz anders hinsetzen. Bleiben wir noch mal ein bisschen hier. Und reden mit dem Professor. Ich habe jetzt keinen Bock, den ganzen Weg nochmal nämlich zurückzugehen. Normalerweise dürfen wir hier auch unseren Rivalen einen Namen geben von einer Polizistin, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir das schon gemacht haben. Okay, scheint alles gut zu sein. Jetzt würde ich sagen, gehen wir aber zurück.
Und das wären wir wieder beim Weg. Na komm. Achso, ich spreche gerade mit jemandem. Okay. Ich gehe die ganze Zeit und denke, ich laufe. Oh Gott. Ah, kann sein, dass wir jetzt noch Pokebälle oder so bekommen. Oder auch nicht. So. Ich weiß nicht, wie doll unser Kanimani geschwächt ist, deswegen lasse ich es erstmal. Fast das Mikro umgeschmissen. Nein. Ich war, glaube ich, schon wieder oben. Ach komm. Jetzt bin ich wieder oben. Eine Radfahrt. Wir flüchten einmal. Eigentlich müssten wir doch oben jetzt wieder da beim Häuschen sein. Normalerweise. Aber so einfach ist das nicht. Ja, ich wusste es. Wieder ein Hut. Was auch wichtig bei so einem Projekten ist, man braucht sehr, sehr viel Geduld. Dachte ich schon. Nice, jetzt sind wir angekommen in Rosalia City. Irgendwo muss hier das Pokécenter sein. Na, natürlich, die Melodie höre ich direkt. Ja, erkenne ich direkt. Nice. Was ich nochmal erwähnen könnte,
ab und zu zwischendurch. Ich kann die Kommentare leider erst am Ende des Streams vorlesen. Na, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Müssen wir nördlich. Hier müssten jetzt irgendwo zwei Trainer sein. Wo bin ich gerade? Wartet mal kurz. Rechts kann ich nicht lang. Und oben nicht. So, jetzt bin ich wieder hier in der Wiese. Ich kenne dieses Geräusch. Warte, ich brauche es nochmal. Ich werde es mal besiegen. Ist auf jeden Fall ein Käfer-Pokémon. Oder nein? Warte, wenn ich das nochmal höre, war das nicht Visor? Doch, ich glaube, das war Visor. Gewesen sein. Nein, warte nicht, wieso? Ich weiß, was es für ein Pokémon ist. Hoffe ich zumindest. Dieses Pokémon mögen viele, viele Frauen nicht. Es müsste Weberag sein. Die Weiterentwicklung ist Ariados. Irgendwo hier müssen zwei Trainer sein. Und ein kleines Häuschen. Ah, nice. Gefunden. Hallöchen. Ich habe gerade nicht auf den Ton aufgepasst, welches Pokémon er eingesetzt hat. Sorry. Aber ich glaube, das sind eh Vogelfänger, oder?
Jetzt hat er Radfratz eingesetzt. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig. Ich weiß es aber nicht. Aber hier irgendwo muss ich lang, nach oben. Wieder ein Hut-Hut. Ich spare unser Kani-Mani mal, weil ich glaube, wir müssen noch 2-3 Kämpfe absolvieren. Oh, jetzt klingelt das Handy. Dankeschön. Wartet mal kurz. Okay, das ist wieder ein Zerschneiderbaum. Hier rechts müsste es irgendwo lang gehen. Links. Jetzt müssten wir eigentlich unten im Gras sein. Ja, ich hoffe, wir sind auch richtig. Weberak. Hört sich nach Anton an. Die Weiterentwicklung ist natürlich Anton. Muss mich jetzt erstmal kurz orientieren. Ein Weberak. Da kann ich nicht lang, hier kann ich auch nicht lang. Wieder Anton. Hier irgendwo muss es gleich hochgehen. Ich glaube, Anton taucht ja auf Level 3 und 4 auf, ich weiß es aber nicht. Das hört sich gut an. Und das ist es auch. Nice. Ich glaube, jetzt haben wir City erreicht. Ah, ich kann es kaum noch aussprechen. Bin mir aber auch nicht sicher.
was wir... Also hier ist auch die erste Arena. Und ich würde sagen, das war es auch erstmal für den ersten Part. Nicht wundern, ich nehme jetzt einmal kurz meine Augenbinde ab. Oh. Alter. Oh Gott. Oh. Ich muss natürlich auch abspeichern, deswegen, wenn ich so ein Bild sehe, ist es in Ordnung. Alter. Dann haben wir gestreamt. Ja, knapp über eine Stunde. Oh Gott. Alter. Meine Augen müssen sich erstmal wieder an das Licht gewöhnen. Ja gut. Das war mein erster Part vom High-End-Gaming-Projekt. Ich danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Ihr könnt gerne einen Comment und ein Abo da lassen. Ich habe euch unten meinen YouTube-Kanal verlinkt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.